Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und wir sind heute in dem Kriegsgebiet Verdun in Frankreich unterwegs. Und hier spielt sie sich vor über 100 Jahren eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkrieges ab. Insgesamt über 700.000 Menschen sind hier gestorben, aller Nationen, und über 80.000 liegen noch hier in diesen Wäldern unbekannt verscharrt. Und wir werden uns heute ganz viele Bauwerke des Ersten Weltkrieges anschauen und euch versuchen, maximale Transparenz über die Kriegsgeschehen der damaligen Jahre zu geben. Und ich bin heute nicht alleine unterwegs. Ich habe heute gute Unterstützung. Kommt mal her, Gerold. Den kennt ihr ja auch schon aus den alten Videos. Und sein Sohnemann. Grüß dich, hi. Hi. Und habt ihr Bock? Natürlich, immer. Ja? Sehr gut. Und Falk, unser Kameramann, ist heute auch dabei. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dass er sich selber vorstellt. Aber wir haben bestimmt heute noch mal die Gelegenheit, dass wir ihn mit einblenden. Und zur Not habe ich auch noch mal eine GoPro. Er wird sich also heute nicht verstecken können. Und ich schlage vor, hier im Hintergrund sehen wir gerade eine sogenannte Parma-Kasematte. Und man sieht hier zwei kleine Löcher. Das waren damals die Visiere, wo der Maschinengewehr Schütze rausgeschaut hat, und das MG hatte hier rausgeschaut. Zwei Stück waren übereinander montiert, und wenn das eine Maschinengewehr heiß gelaufen ist, konnte er die Lafette drehen und dann mit der zweiten weiterschießen. Und ein Service-Soldat hat dann das Maschinengewehr, den Lauf zum Beispiel, dann einmal gewechselt. Und vielleicht kriegst du das sogar eingefangen, wenn wir hier reingucken, weil die Lafette sehen wir noch, die Drehlafette. Ah, da, ja. Da ist er, ne? Yes. Genau. Oben und unten war jeweils ein Maschinengewehr drin. Und wie gesagt, wenn eine davon heiß gelaufen ist oder kaputt gegangen ist, dann konnte man die einfach drehen und man konnte dann weiter feuern. Mhm. Und wenn du hier nochmal gleich den Bergkamm aufnimmst, dann sehen wir auch das Schussfeld, welches damals abgedeckt wurde, und von dort aus kam der Angreifer, und man hatte hier eine erhobene oder erhabene Stellung über den Angreifer und konnte natürlich von oben viel, viel besser wirken, als wenn man von unten aus dem Tal nach oben geschossen hat. Also von daher hatte man die Position strategisch gewählt. Und ich schlage vor, wir warten nicht länger, wir gehen jetzt direkt ins Kampfgebiet und schauen uns die Überreste von der damaligen Zeit an. Also kommt mal mit. Der ländliche Raum um Verdun an den Vorposten der damaligen Grenze mit seinen Dörfern, landschaftlichen Flächen und Waldgebieten erfährt während des Baus des Verschanzenlagers zwischen 1873 und 1914 eine tiefgreifende Veränderung. Nach den Kämpfen des Jahres 1916, furchtbare 300 Tage und 300 Nächte, sind fast 700 Männer tot, verwundet oder werden als vermisst gemeldet. 1919 stuft die französische Regierung im Departement 20.000 Hektar verwüstetes Land als rote Zone ein. Vor dem Hintergrund einer leidenschaftlichen Diskussion beauftragt er 1923 die Forstverwaltung mit der Aufforstung des Schlachtfeldes um Verdun. Während der schwer geschädigten Laufwälder sich auf natürliche Weise regenerierten, werden auf den verwüsteten landschaftlichen Flächen 36 Millionen Bäume gepflanzt. In diesem Wald sind heute Kiefern und Fichten der ersten Pflanzungen, die Buchen und andere Laubbäume der alten und der verjüngten Waldbestände vorherrschend. Das Waldschutzgebiet, in dessen Boden noch die Gebeine von ca. 80.000 Frontsoldaten liegen, ist ein Welterbe des Ersten Weltkrieges. ...1917 Verstärkung der Feuerkraft des Forts. Wir sehen hier ein sogenannte Kasemat Parma. Hier vorne sehen wir die in Original. Und hier waren zwei Zwillingsmaschinengewehre installiert. Und wenn ein Lauf warm geworden ist, konnte man die einfach drehen und hatte dann direkt wieder die Möglichkeit, mit dem Maschinengewehr den Gegner zu bekämpfen.
Und man hatte das extra hier ein wenig erhoben, aufgebaut, damit man das gesamte Feld hier unten abdecken konnte. Das ist ein Potzen. Guck. Hier sieht man noch die Vorrichtung. Da waren die Maschinengewehre übereinander gelagert und konnten dann gedreht werden, damit man immer feuerbereit war. Und diese ganzen Vertiefungen und Erhebungen sind Bombenkrater. Jeder einzelne. Das zerklüfft alles, ne? Achso, doch, das ist ja mit dieser großen Tafel, ne? Mit den ganzen, ja. Ja, doch, weiß schon. Weiß schon. Ja. Ich habe es dokumentiert zum Glück. Hier, nehmen wir die Kamera. Hier, nimm mal. Halt mal runter. Mach schön mit Licht. Und versuchen die Kamera ein bisschen gerade zu halten, wenn geht. 4 Meter, ne? Mhm. Keine Chance, ne? Nee. Kann ich nur 4 Meter. Ja, ja. Aber 4 Meter zu 4. 40. Ich möchte auch mal rein. Ja? Gehst du? Und? Was sagst du? Also, Deutschland wird es absolut wieder zu. Mhm. Geil. Ich komme drauf. Wasser auf. So, und direkt vor uns sehen wir einen alten Laufgraben, und man muss sich mal vorstellen, das ist ja über 100 Jahre alt, und wie tief gezogen diese Gräben sind. Man konnte wirklich in die Knie gehen und der Gegner konnte einen schon nicht mehr erkennen und dann auch nicht mehr bekämpfen. Und hier sehen wir wirklich sehr gut, wie diese Gräben damals angelegt waren, nämlich zickzack. Weil wenn eine Granate dort explodiert ist, dann ist sie maximal bis zur nächsten Biegung gekommen, hat Energie verloren und konnte dahinter die Menschen nicht mehr verletzen bzw. töten. Und der ganze Bergkamm ist durchzogen voller Gräben, die auch teilweise voneinander abgehen. Und manchmal kann man gar nicht sehen, ob es sich hier um einen Graben handelt oder einen Granattrichter. Hier vorne sind weitere Gräben. Und man sieht hier, nach über 100 Jahren, wie tief geschnitten diese Gräben sind. Leute, wir haben auf jeden Fall den ersten Eingang entdeckt vom sogenannten Fort de Souville. Gerold schaut sich gerade schon den Eingang an. Und direkt am Eingang gibt es die Latrine und die Unterkunft für die Pferde. Und es gibt einmal einen Eingang für die Infanterie auf der rechten Seite, das war der Friedenseingang, und geradeaus ist der Kriegseingang. Der war größer, damit mehrere Leute gleichzeitig rein und raus konnten, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, weil das ganze Gebiet unter Bomben liegt, da musste man natürlich relativ schnell rein bzw. raus in das Gebäude, um sich zu schützen bzw. auch um Angriffe abzuwehren. Und hier vorne auf der rechten Seite finden wir ein wunderschönes Detail. Das gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an. So. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überfragt, ob es ein Pissoir oder eine Waschrinne ist. Ich würde aber allerdings eher sagen, weil die Menschen ja früher kleiner waren, dass es eher eine Waschrinne gewesen ist. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Und ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon mal auf ein sehr, sehr spannendes Video freuen, Leute. Weil dieses Bauwerk, ich war schon 2-3 Mal hier, ist hochgradig spannend. Und da oben finden wir auch noch ein schönes Detail. Die Fans
der Entre Danger. Und das ist hier der Kriegseingang. Das kennt man noch aus der Mittelalterzeit mit diesem Burggraben und mit einer hochfahrbaren Tür. Schießscharten. Und hier finden wir ein Schriftstück. Leider kann ich es nicht lesen. Ich kann leider kein Französisch. Und schau mal, hier oben, ob du das Detail vielleicht eingefangen kriegst. Habe ich schon. Ah, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in das Bauwerk rein, oder? Hier am Anfang musst du direkt aufpassen, Falk, weil hier ein Schacht ist. Und hier geht es wirklich tief runter. Das ist die ehemalige, wie sagt man dazu, Latrinengrube. Also umgangssprachlich sagt man, da war die Scheiße drin. Gehen wir mal weiter. Genau. Also hier in diesem Bereich war damals eine Tür installiert. Und Leute, direkt am Ausgang bzw. Eingang waren damals die Latrinen untergebracht. Bedeutet, wenn die Leute von der Front gekommen sind und ganz nötig auf Toilette mussten, und ihr könnt euch ja vorstellen, das Essen, die Verpflegung war miserabel, dann hatten die natürlich auch Durchfall, Dünnschiss. Und dann war es ganz wichtig, dass sie direkt am Eingang sofort die Toiletten vorgefunden haben. Und wahrscheinlich waren draußen dann tatsächlich die Handwaschbecken, dass man sich dann auch ja, notdürftig reinigen konnte. Ja. Und hier, das sind keine Schießscharten, wie man vielleicht denken könnte. Das sind die Öffnungen, damit der Gestank raus konnte. Genauso wie hier oben auch. So, wir befinden uns jetzt mitten in dem Magazin für die Munition. Also Munitionsvorrat war das hier. Und die einzelnen Magazinräume waren verbunden durch solche Galerien. Und hier finden wir auf dem Boden mittlerweile unendlich viel Verbruch, weil man natürlich nach dem Krieg versucht hat, auch hier die Zugänge nach außen zuzumachen. Einige davon sind freigelegt worden durch Granateinschläge. Und hier finden wir eine sogenannte oder einen Munitionsvorratsraum. Der war ausgekleidet damals mit Holzspaten, damit es einigermaßen trocken hier drin war. Und an den Wänden standen Ziegelmauern. Die sind jetzt mittlerweile über die Jahre sind die umgefallen. Und hier in diesen Kammern waren dann die Munitionen eingelagert. Und davon gab es einige hier unten. Und die waren natürlich extra weit entfernt von den Geschütztürmen, weil das vorrangige Ziel von der gegnerischen Artillerie war natürlich die Artillerie selber, der Gegner, dass sie nicht mehr zurückschießen konnte. Und stellt euch vor, man hat die Artillerie getroffen, dann wäre es natürlich schwierig gewesen, weil dann auch die Munition mit hochgegangen wäre. Deswegen hat man die getrennt voneinander untergebracht. Weil es gab ja nicht nur eine Kanone, es gab mehrere Kanonen. Und wäre eine Kanone jetzt zerstört worden, dann gab es aber halt noch das Munitionslager und man konnte die anderen Kanonen damit versorgen. Und hier nach über 100 Jahren finden wir sogar noch die Lorenschienen von damals. Über diese Lorenschienen wurde die Munition in die jeweiligen Munitionskammern verbracht. So, ich glaube, wir haben da vorne einen Durchgang gefunden. Ich weiß nicht, ob du den drauf kriegst, aber wir sollten auf jeden Fall mal gucken gehen. Ich versuche da mal durchzukrabbeln. Und Falk muss auf jeden Fall vorsichtig sein, weil er guckt ja durch den Sucher. Ich würde sagen, machen wir hier einen Cut und dann kommen wir gleich zusammen dahin. Ja, schade Schokolade, Leute. Also hier müsste man sich auch wirklich richtig durchgraben. Da haben wir leider nicht das Werkzeug zu. Aber rein von der Theorie geht es da auf jeden Fall weiter. Und wer weiß, was da noch zu sehen ist. Also ist auf jeden Fall, die Geschichte ist noch nicht komplett erzählt. Oh.
Aber du musst. Komm, ich bleib mal hier stehen, dann kannst du dich bei mir festhalten. Ja, boah, meine Hand ist voll schön. Das meinst du? Ja. Da ist aber das Ende, ne? Aber da ist tatsächlich Ende. Da müsste man sich reingraben. Jetzt ich leuchte dir mal. Also es wiederholt sich jetzt alles. Von daher, guck dir das mal an. Hier ist sogar noch die originale Tür drin. Mit den Originalbeschlägen. Man merkt richtig, dass die schon komplett morsch ist. Aber sie ist noch komplett original erhalten. Das ist krass. Geil. Auch noch nie gesehen. Leute, schaut mal hier. Das ganze Ding ist rausgebrochen und das hängt wirklich nur noch an einem seidenen Faden. Da möchte ich nicht runterstehen, wenn das mal runterkommt. Kompletter Verbruch. Auch hier. Mal gucken, wie viele Jahre das so hält. So, wir simulieren jetzt einmal den Angriff. Das ist mein Maschinengewehr und mein Gewehr. Von hier hatte man dann die Möglichkeit, den Eingang zu verteidigen. Man sagt auch Eingangsverteidigung dazu. Herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns jetzt mitten in dem Festungsbauwerk für die 155 Meter Galoppinkanone. Das war die erste Kanone, die über einen Dreh- und Senkmechanismus versenkt werden konnte. Wir werden uns gleich die Kanone von außen und von innen anschauen. Und das hier war damals der Kriegseingang, der auch gleichzeitig der Friedenseingang war. Man konnte hier diesen Bereich mit einer Gittertür verschließen, aber auch gleichzeitig gab es hier sowas wie eine Falltür, die war hier eingebracht, sodass man wirklich den großen Haupteingang sperren konnte und die Infanterie ist dann hier durch diese kleinen Ausgänge reingegangen bzw. rausgegangen. Und hier finden wir noch die alten Scharniere für die Panzertüren. Die Panzertüren sind heute nicht mehr da, bedeutet, man konnte das Gebäude komplett hermetisch auch verschließen, sodass, wenn der Angreifer vor der Tür steht, dass man ihn dann auch draußen lassen konnte und man konnte weiter mit der Kanone schießen. Und ein schönes Detail möchte ich euch hier direkt am Anfang zeigen, nämlich den Fußbodenbelag. Man hat hier wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, dass man einen rutschhemmenden Fußboden hat. Und auch heute ist er wirklich noch extrem rutschhemmend, weil, wie ihr vielleicht an meinen Haaren erkennen könnt, es ist ziemlich doll am Regnen. Und draußen ist alles sehr, sehr glatt, aber hier drin habe ich keine Sorge, dass ich umfalle. Übrigens, die Kanone war am Anfang mit einer Dampfturbine, mit einer Dampfmaschine betrieben und später wurde sie durch ein 12 PS
Aggregat ersetzt. Und dieses 12 PS Aggregat stand genau hier und hat die Maschine mit Strom versorgt. Wir befinden uns also hier mitten im Maschinenraum. Hoppala. Und hier musst du wirklich aufpassen. Das ist nämlich, steht ordentlich unter Wasser. Ah, ist absolut klar. Mhm. So, und schaut mal hier. Das könnte eventuell der Bereich sein, wo damals die Dampfmaschine aufgestellt war. Hier war nämlich auch ein Abzug. Aber genau kann ich es euch leider nicht sagen. Jo. Eine Umlenkrolle könnte das sein. Hier ist irgendwas Handschriftliches, aber ich denke nicht aus der damaligen Zeit. Und ihr müsst euch vorstellen, die Kanone oder das Gesamtkonstrukt, das was wir hier sehen mit dem Stempel und allem drum und dran, wiegt 154 Tonnen. Und das konnte man nach oben und nach unten bewegen. Und wie man das heute auch von verschiedenen Schiffshebewerken kennt, braucht man immer ein Gegengewicht, damit man mit einem relativ kleinen Motor arbeiten kann. 154 Tonnen, 12 PS. Das bedeutet, es ist also perfekt ausbalanciert. Falk kennt das von seinem Gimbal. Ja. Ne? Da lacht er. Und das Gegengewicht, das sehen wir hier gerade. Schaut euch das mal an. Und vielleicht kriegst du es auch drauf, wie tief das ist. Das musste nämlich ziemlich genau gleich viel wiegen wie der Turm selbst. Und das sind locker mal 4-5 Meter, ne? Ja. Ja. Bolzen, ja. Ja. Und hier, da siehst du den Stempel. Das ist quasi das Ende von dem Kanonenturm. Und da oben ist die Kanone drin. Da oben. Da gehen wir gleich rein. Und dafür haben wir übrigens Handschuhe mit dabei, Leute. Ne? Sonst gibt es gleich wieder Kommentare. Und das ist übrigens ein so ein Ring. So ein Ersatzring. Und ja, man könnte sich jetzt ausrechnen, wie viel Kilo oder Tonnen, muss man ja sagen, ein so ein Teil wiegt. Weil wir wissen, der Turm hat 154 Tonnen gewogen. Und ja, wenn man das jetzt geteilt durch die 154 Tonnen nimmt, das sind wahrscheinlich 10, ja, wiegt eins irgendwie 15,4 Tonnen, ganz grob. Wenn es denn 10 waren, ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Ja, ne? Richtig am Hallen. So, das ist auch noch ein schönes Detail. Das ist noch ein schönes Detail. Versuch mal, die Decke einzufangen. Hier sind Bleche aufgebracht. Warum hat man das gemacht? Weil oben die Granaten eingeschlagen sind. Dann sind hier natürlich auch Abplatzungen an den Betonverschalungen haben stattgefunden. Und man hat die Bleche eingesetzt, damit die Soldaten, die hier stationiert waren, nicht verletzt werden. Und da oben finden wir sogar noch was Handschriftliches. Da oben. Ja. Leute, das ist über 100 Jahre alt. Das ist eine Konstruktionsskizze, aber da hat jemand was hingeschrieben. Wir sehen also Originalschrift von der damaligen Zeit. So, und hier sehen wir den Munitionsaufzug oder die Reste von dem Munitionsaufzug. Hier wurde damals die Granate oder die Granaten eingeführt und wurden dann hochgezogen und dann waren die oben in dem anderen Bereich und konnten dann in das Geschütz selbst verladen werden. Und 155 mm ist schon ordentlich. Und wenn man weiß, dass hier zwei Kanonen nebeneinander, also eine Zwillingskanone, aufgebaut wurde, das ist schon eine wirklich enorme Feuerkraft. So, man hatte auch die Möglichkeit, wenn die Mechanik mal ausgefallen ist, hier Stäbe reinzutun mit mehreren Leuten und konnte die dann immer weiter drehen und konnte damit das Geschütz dann drehen und auch senken. Und man hat die Möglichkeit, das gesamte Geschütz hier unten auch zu begehen. Wir werden uns aber auf den Kampfraum beschränken. Da oben sind schon unsere Kollegen. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir gehen auch nach oben, oder? Yes. Yes.
mal, da oben ist die Kanone. Da siehst du die schon. Da oben. Da gehen wir jetzt hoch zusammen. Du kommst wahrscheinlich nicht mit, ne? Ich brauche Licht. Einmal Gegenlicht weg, bitte. Sehr gut. So, du bist jetzt in der Kamera. Yes. Die ist aber gerade nicht am Aufnehmen, ne? Ja, soll auch nicht. Kann ich die am Licht nehmen? Ja, ja, kurz. Also ich komme jetzt zwischen deine Beine. Okay, ich habe mich gewaschen heute Morgen. Bei ihm sieht das so einfach aus, Leute. Ich habe mir richtig fürs Video Mühe gegeben. Sehr gut gemacht. Ja. Weil du bist jetzt in der Kanone drin. Warte, nimm mal. Ja, ich mache ein bisschen Platz für die Jungs hier. Ja. So, schafft ihr das? Ja. Sehr gut. Du musst auf jeden Fall aufpassen, nicht dass irgendwo. So, dass ich mit der GoPro ein bisschen aufnehmen kann. Oh, Leute, schaut mal, wie tief das ist. Oh. So, wir sind jetzt mitten in diesem Kanonenturm drin. Und Leute, das ist nicht ungefährlich. Hier geht es locker mal an einigen Stellen 16, 17 Meter runter, oder? Willst du die Lampe behalten? Ich? Ja. Achso, du hast noch eine. Ja, ich habe noch eine. So, das ist... Hatten die nicht gesagt, die sind... Hatten die nicht gesagt, hier sind zwei drin? Ich sehe nur eine. Ja? Ursprünglich hatten wir gesagt, das ist ein Zwillingsgeschütz. Aber das gucken wir uns gleich einmal im Detail an. Erstmal warten wir, dass der Gerold noch kommt. Gerold? Komm. Kommt der? Der hat das ganze Equipment da unten, deswegen wartet er vielleicht. Ja. Okay, dann lass uns eben die Aufnahme an. Ja. Guck mal hier, das ist drehbar gelagert mit ganz vielen Rollen hier an der Seite. Kriegst du die drauf? Einmal komplett umlaufend, damit das schön gut gelagert ist. Und jetzt wollen wir natürlich den Leuten auch die Kanone zeigen. Aber wenn du jetzt hochgehst, dann kriegst du auf jeden Fall einen an die Birne. Ja, aber... Leute, wie gesagt, also das ist ja eigentlich kein Problem, hier lang zu laufen. Aber jemand mit Höhenangst? Schau mal, wie tief das ist. Scheiße. Also, in der Beschreibung unten steht drin, dass es ein Zwillingsgeschütz ist. Es ist aber kein Zwillingsgeschütz. Schaut mal hier. Hier war der Verschluss. Das ist der Verschluss. Gedrehter Lauf, gezogener Lauf, Entschuldigung. Und das ist das riesige Geschützrohr. Ist einfach noch nach so einer langen Zeit einfach komplett vorhanden. Hat man vielleicht rausgeschaut? Macht ja eigentlich keinen Sinn, dass man rausschauen konnte. Ja, hier ist doch da. Ja? Ja, vielleicht. Ja, aber es gab ja einen Artilleriebeobachter. Hier wurde ja nur geschossen. Ja. So, wo sind denn die... Wo ist denn die Munition hochgekommen? Wahrscheinlich hier links und rechts, könnte ich mir vorstellen. Das war der Munitionsaufzug. Oh, Leute, schaut. Also ungefährlich ist die Nummer nicht, aber... Crazy. Also definitiv. Vorne oben drauf stand, ne? Naja, ganz genau. Das ist so massiv. Aber die hat einer mitgekriegt, einen Treffer. Und dadurch. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss man echt mal überlegen. Ja, besonders hier. Alter. So, wechseln wir kurz einmal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh Leute, ich bin so eine Höhenangst. Da ist der Lauf. Verrückt, ey. Wo ist so blöd? Ich
Ne? Ich hasse die manchmal, die bleibt einfach stehen und geht dann nicht mehr zurück. Schade, ja, ja. So, hier ist der Lauf. Was ist das denn hier? Ach, wenn die rausgeguckt war, konnte man hierdurch tatsächlich dann noch durchschauen. Aber die ist ja versenkt, deswegen kann man hier jetzt gerade nicht rausschauen. Oh mein Gott, und wie gesagt, die konnte man mit Muskelkraft, konnte man die heben und drehen, weil sie halt perfekt ausbalanciert war. So. Schaffen wir es? Oder haben wir es geschafft? Ja. Ich glaub, wir können wieder runter, oder? Ja. Mein Gott, Alter, schwer. So, du zuerst runter, ich mach dir Licht. Fabi? Ich will noch ein Bild machen von der Kanone. Ach so. Ja, dann gehe ich zuerst runter. Yes. Okay. Genau. Oh, Leute. Oh. Gut, dass ihr das nicht von unten seht, Leute. Ein Anblick für die Götter. Der gerade halt, Nico. Oh, du hast ihn nicht gerade. So. Und jetzt geht's abwärts. Wo kann man sich denn festhalten? Man kann sich mit dem Popper so ein bisschen draufsetzen. Dann hat man eine ganz gute Führung, bis der Gerold einer an den Popper packt. So, GoPro. Dankeschön. Taschenlampe. Danke sehr. Und ich hoffe euch natürlich gleich auch. So, nimmst du da mal? Du filmst? Schön drauf halten. Hier. Handschuhe sind übrigens Gold wert. Ah, danke für den Griff. Geschafft. Und hier ist die Munitions. Hier wurden die leeren Kartuschen runtergeschoben, oder? Was meinst du? Ja, Absaugung. Kann auch sein. Leute, macht das bitte nicht zu Hause nach. Diese Aktionen werden von Halbprofis übernommen, die nicht wissen, was sie tun. Aber wir haben da schon Erfahrung drin. So, meine Freunde, also wir haben hier etwas vor. Wir wollen uns nämlich einmal das Gegengewicht anschauen. Und wie ihr wisst, ihr habt euch immer von mir gewünscht, dass ich Handschuhe trage. Und ich habe Handschuhe tatsächlich auch mitgebracht. Und die ziehe ich mir jetzt an und dann gehe ich da einmal mit euch runter. Ich habe auch eine GoPro in der Tasche. Und da werde ich euch natürlich zeigen, wie es da unten aussieht. Also von daher, seid gespannt und kommt mal mit. Danke, dass es geleuchtet hat, Bruder. Das will ich. So, warte, ich gehe am besten, ich gehe drüben lang. Sehr gut. So, Leute, also Handschuhe habe ich an. Macht hier auch absolut Sinn, weil meine Tetanus-Impfung ist abgelaufen. So, und viel Platz ist auch nicht. Die waren ja damals alle ein bisschen kleiner. Und von Franzosen sagt man ja sowieso, Grüße an Macron, dass die so ein bisschen kleiner sind. Ja. Oh, da. Jetzt bin ich unten. Hier ist ein Loch. So, jetzt kannst du oben an die Ausbahn. Ich mache nämlich hier unten weiter mit der GoPro. So, Leute, wir sind jetzt hier unten direkt bei dem Gegengewicht. Und schaut mal hier. So krass. Und hier riecht es gerade auf einmal. Und ich sag ja immer auf den Boden gucken, Martin. Martin weiß das, Martin sagt das auch schon immer. Hallo, da ist der Falk. Ah, leider mit Gegenlicht. Machen wir die Lampe weg.
Ja, da sieht man ihn schon viel besser. Ja, wir haben ja gesagt, dass er nochmal drauf kommt, ne? Ja. Warte, schau mal. Da gibt es sogar noch einen kleinen Weg. Wisst ihr was? Da gehen wir jetzt runter. Da kommt ja sein Pups auch langsam oben an. Ja, ne? Kinder, macht das nicht zu Hause nach. So, nur mal kurz orientieren. Da sind wir jetzt hoch. Hier sind wir jetzt drin. So, da sparen wir uns aber jetzt. Wer weiß, wo es da noch hingeht. Oh. So, jetzt muss ich versuchen, irgendwie wieder lebend da hochzukommen. Oh, das schaffen wir schon. Ich habe nicht daran gedacht, dass es hier nichts zum Draufsteigen gibt, Leute. Noch einen kleinen Gang, aber hier gibt es nichts zu sehen. Dann gehen wir jetzt hier wieder hoch. So, meine Freunde, also nicht nur Handschuhe habe ich mir geholt, sondern ich habe mir auch ein Gaswarenmessgerät gekauft. Und die meisten wissen ja, man muss das immer außerhalb des Bauwerkes einschalten, damit es richtig kalibriert ist. Wir befinden uns hier jetzt am Ausgang. Oh, es kalibriert sich gerade ein und dass ihr einfach mal seht, wir achten hier auf Sauerstoff und Brandgase und verschiedene andere. Sauerstofflevel liegt gerade bei 20,9 Volumenprozent und ist damit im perfekten Bereich. Und mal gucken, ob sich das gleich verändern wird. Weil das, was wir jetzt vorhaben, Leute, ist wirklich von einer anderen Welt. Leute, wir gehen jetzt in die Galerie, in die ehemalige Galerie, und diese Galerie ist mittlerweile komplett eingestürzt, wie ihr seht. Da vorne gibt es einen riesigen Beton, also Gesteinsbrocken, der runtergefallen ist, und auch die Steinbrocken, die da drüber sind, die sehen nicht wirklich vertrauenserweckend aus. Mal gucken, ob er sich traut. Wenn den Jüngsten zuerst geschickt, der hat am wenigsten Leben hinter sich. Wir Alten, da wäre es echt schade drum. So. Das war natürlich Spaß. Natürlich ist es Spaß. So. Weil ich bin ja eigentlich der Jüngste, deswegen muss ich jetzt los. Huhu. Ja, ja, unten ist sicher. Das ist nur der Eingang hier, der ein bisschen verkorkst ist. Also man hat hier locker 45 Grad. Pass auf deinen Kopf auf, ne? Weil der Stein ist eigentlich das Gefährlichste. Ja. Schau mal hier, wie das hier damals abgestützt wurde. So. Ah, du bist schon drin. So, wie machen wir das denn hier mit der Hand? Und die Lampe. Warte, das ist wirklich... Boah. Ich zeig das gleich mal, wenn ich die Kamera drehe. Falk, geht das mit der Kamera? Gut. Ja. So, Leute. Ich zeig euch mal. Wie steil das hier ist. Man muss sich hier wirklich von Etage zu Etage vorarbeiten. Und da unten seht ihr, dass die Nummer wirklich nicht ungefährlich ist. Deswegen, wir flüstern am besten. Wir versuchen jetzt hier irgendwie herunterzukommen. Falk, ich empfehle dir, dass du nur die
Kamera gleich in der Hand hast. Ich werde die Licht geben. Okay. Sehr gut. Puh, ist das alles matschig, Leute. Also mit dem Fahrrad ist das gar kein Problem, aber zu Fuß, das ist schon echt, ist das sehr herausfordernd. Hast du den Kopf-GoPro an? Ja. Sehr gut. Bestimmt auch schöne Aufnahmen. Ja, ist die Frage, wie viel man sieht. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei der Helligkeit jetzt überhaupt... Das ist eklig, Digga. Mhm. Alles Lehm, oder? Ja, ja. Das ist komplett lehmig alles. Sag mal hallo. Hi. Da ist er mal. Ja. Na? Community, alles gut? Sehr geil. Komm, ich gebe dir Licht. Nicht oben anfassen. Nicht oben anfassen. Ja. Ja, muss lieber an der Seite. Alles. Alles für YouTube. Alles für YouTube. Alles für die Community. Oh, oh. Ja. Ja, noch. Der war aber schon locker. Ja, ja. Nicht oben anfassen, bitte. Nee. Guck mal über dich. Nicht anfassen! Ja! Das ist wieder alles. Der macht Spaß! So Leute, wenn ihr das seht, macht das nicht zu Hause nach. Der Falk hat gesagt, Jörg, du musst unbedingt so ein paar Running Gags einbauen. Ich sag so, ich hab doch ein paar Running Gags. Sagt er ja, deine Fürze, ne? Ich sag, ja, die auch. Ja. Nee, das macht das nicht zu Hause nach. Zum Beispiel. So Leute, schaut mal hier. Oh, heftig, oder? Ich habe hier keine Hand frei. Falk hatte gerade auch keine Hand frei. Und das ist gar nicht so einfach, da jetzt durchzugehen. Oh, was für ein Stein, oder? Ja, oder? Das Alter. Das Gute ist, du merkst es nicht mehr, wenn so ein Ding auf dich, oder? Was meinst du? Ja, das wäre unglücklich. Das wäre sehr, sehr unglücklich. So, wir haben es geschafft, Leute. Wer ist da? Achso. Achso, Leute, schaut mal. Schaut mal. Entschuldigung, ich schon mal für die Kamera vor. Hier treffen wir die ausgebauten Galeriegänge wieder. Die waren früher abgestützt durch Balken, die sehen wir ja auch. Und diese Balken sind übrigens sehr gefährlich, weil wenn die vermodern, können da Brandgase entstehen. Und die können dazu führen, dass man erstickt oder vergiftet wird. Deswegen ist so ein Gaswarnmessgerät Multigaswarnmessgerät. Ich glaube, das wirkt schon. Ich glaube, es wirkt schon. So. Ja, ja, ist an. Puh. Also wir sind jetzt gefühlte 10 Meter ungefähr, ne? Unter der Erde. Ja. 10 Meter unter der Erde. Das war aber noch nicht ausreichend, um sich vor den Bomben zu sichern. Deswegen hat man von hier aus noch mal 20 bis 40 Meter tiefer gegraben unter die Frontlinien, beziehungsweise bis zu den Frontlinien, damit die eigenen Mannschaften dann sicheren Fußes die Front auch erreichen konnten. Und in Deutschland, Leute, unvorstellbar, dass sowas offen steht. Und hier in Frankreich ist es so einfach offen. Danke. Also wofür waren die Galerien und warum heißen die überhaupt Galerien? Eigentlich ist es ein Wort, das ein bisschen irreführend ist. Die Galerien waren dafür da, die verschiedenen Bauwerke untereinander zu verbinden. Und dass die Mannschaften, die Soldaten
sicheren Fußes dann von dem einen zum anderen Bauwerk konnten, um natürlich zu kämpfen. So, und das ist, obwohl es nur an einer Seite belüftet ist, ist der Sauerstoffgehalt wirklich super. Ich check den mal. Wir haben hier 20,9 immer noch. Bedeutet, es hat sich 0,0 geändert. Obwohl wir schon einige Meter tief drin sind. Ja, bitte? Wo hast du das gehört? Ja. Du kannst auch draufdrücken, dann ist der da irgendwo farbig da. So jetzt. Da. Da ist es. Yes. Boah. Das ist schön, ne? Ja, ja, absolut. Das ist auf jeden Fall irgendein Gang. Aber der scheint zugeschüttet zu sein. Eine Lampe? Ja. Ja. Oh. Helmet. Yes. Das gibt wieder ein Hate. Gibt wieder ein Hate? Mhm, weil wir keine Helme aufhaben. Ich würde aber einmal kurz rein, glaube ich. Tausendmal habe ich euch gesagt, ihr sollt hier auf der Baustelle Helme tragen. Das ist Vorschrift. Falk sagt, da ist noch eine Möglichkeit lang zu gehen. Diesmal ohne Kopf. Und dann werde ich das natürlich auch tun. Pass auf, Köpfchen auf. Ja, ich muss auch noch gucken. Ja, ja, ich gucke auch noch mal. Ja, geht einmal wie so ein Hügel und dann rüber. Mhm. Und dann quasi straight nach oben. Alles Leben. Man rutscht hier richtig runter. Auch hier richtiger Verbruch. So, und hier ist Ende. So, was sagt der Sauerstoff? Immer noch 20,9. Das hat sich nicht verändert. Obwohl wir hier keinen Sauerstoffaustausch haben. Es ist einfach so rutschig. Danke, danke, danke. Ein Beutel. Ich will zwar nicht, aber... Ein Beutel. Auch keine Beutel mehr, ne? Ja, ne? Als Kind, das letzte Mal vielleicht. Ja, ja. Ja, ja. Puh. Leute, schmatzt richtig, ne? Und? Habt ihr einen heiligen Gral gefunden? Noch nicht. Noch nicht? Dann müssen wir weiter. Dazu einen heiligen Gral. Willst du Klaus grüßen? Klaus? Klaus, dein Freund. Ja. Ah. Wie heißt der? Karl. Karl, willst du Karl grüßen? Ja. Grüß Karl. Was? Vorsicht im Kopf. Ah ja, ich hab schon eine Rolle dafür. So Leute, da müssen wir wieder hoch. Was ich hier vorhabe, dann nehme ich die auf. Gaswarner.
So. Und hier haben wir eine gute Möglichkeit, die aufzunehmen. Frisch aus Usedom wieder und ich bin halt alles andere als fit. Meine Lunge ist immer noch zu. Puh. Puh. Hallo mein Schatz. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, deinen französischen Kollegen vielleicht? Bonjour Stefan. Bonjour Stefan. Stefan. Scheiße. Bonjour, Monsieur. Soll ich nehmen oder geht's? Ach, der Falk schafft das alles alleine. Der Vorteil an solchen Leichtgewichten wie ihr könnt euch einfach mal eben hochbuchten. Ne? Wohingegen ich muss immer das dreifache Gewicht von dem hier tragen. Aber nur mit der Hälfte der Kraft. So. Oh. Bin ich. Aber ich werde ja nur noch schwerer durchs Fitnessstudio. Ja. Die Außenwelt hat uns wieder. So, dann werden wir uns jetzt erstmal angucken, wie dreckig wir geworden sind. So. Wir können uns ja nochmal vor die Kanone stellen, damit wir das Bild machen. Drinnen? Zeig mal. Die Schuhe sind ja. Oder? Heftig. Fertig. War gut anstrengend, oder? Ja. Das war noch der einfache Teil heute. Also bis gleich, ne? Ja. So, schaut mal hier. Es sind ganz viele Granattrichter. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, dass man diese 10 Meter, die wir gerade hatten, die nicht ausgereicht haben. Weil es gibt Granattrichter, die sind tatsächlich hier locker 4-5 Meter tief. Und man muss sich ja überlegen, das ist ja vor 100 Jahren gewesen. Das bedeutet, hier ist ja ganz viel Erde auch nachgerutscht. Das bedeutet, die Bombentrichter waren halt deutlich tiefer. Und man war unten in den Galerien nicht mehr sicher. Deswegen hat man die dann nochmal 30, 40 Meter tiefer gebaut. Weil im Laufe des Krieges gab es ja dann verschiedenste andere Granaten, die deutlich wirksamer auch waren. Und es gibt Geschichten von der Somme. Da sind die Leute, die Soldaten, sind an die Front gegangen und es hat ja auch häufig geregnet. Das Grundwasser war relativ hoch, genauso wie hier jetzt. Und dann sind die in solche Granattrichter gefallen und sind ertrunken. Das ist Holz. Aber ganz hin. Genau, dann sind die da drin ertrunken. Teilweise war das ja auch nicht nur Wasser, sondern getränkt mit Blut und Innereien. Ja, definitiv. Das ist das Fort. Auf die Brücke hier. Mhm. Das müsste Mannschaftsunterkunft gewesen sein, oder? Hier war die Brücke. Ja, aber Mannschaftsunterkunft, oder? Das war als Portal. Relikt. Und hier der Mechanismus für die Tür. Und hier könnte man dann diese Falltür runterlassen. Bis auf die andere Seite. Das
Scharnier. Falk, hast du die zweite Taschenlampe? Ja. Ah ja, super. Brauchst du die? Nee, komm erst mal. Ich filme dich. Yes. Oh. Fast wären wir beide runtergeglitten. 70 Kilogramm Gewicht. Geil. Pass auf, hier ist Loch. Ja, ist Loch. Mit Mechanismus. Ja, da können wir von unten mal reingucken. Mhm. Jetzt brauchen wir die Lampe. Yes, das ist ein bisschen matschig. Ja, deswegen nehmen wir die. Die andere ist nämlich noch lecker. Pausefrecker. Ja. Man sieht, ich benutze die nicht so häufig. Aha, einmal draufdrücken. Einmal? Ja. Und nochmal drauf. Perfekt. Fetto. Oder hat man Router 2. Gutes Ding. Wo seid ihr? Lohnt sich? Mach's ein bisschen heller. Ich versuch's. Aber nach rechts drin. Oder ist die schon. Geht nicht mehr. Ich versuch's schon. Ja, die ist schon gut durch. Ja gut, wir sind auch schon ein paar Stunden unterwegs. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Ich habe noch eine zweite Marauder, aber die ist noch neu. Und ich möchte sie nicht dreckig machen. Aber ich hab noch eine Sophien Rettung. Hier hoch, cool aus. Bitte? Guck mal hier hoch, mit dem alten Baum. Oh. Hast du wehgetan? Nee, ich habe nur meinen... Sieht krass aus, ne, mit dem. Ja. Moos da oben und alles. Oh, mit Handschuhen hat man so schlechtes Gefühl. Ja. Also so viel 36 Pro, Leute. Eine perfekte Backup-Taschenlampe. Früher war das meine Haupttaschenlampe, bevor ich die OLEDs hatte. Die verbrauchen leider so unfassbar viel Strom. Aber auch die, und die kostet, im Sale hat die damals nur 40 Euro gekostet. Jetzt mittlerweile kostet die, glaube ich, 70 oder so. Auch da hat die Inflation zugeschlagen. Aber die ist halt auch mega gut. Hat so ein bisschen Weitlicht. Das waren die Kaponiere, da konnte man rausschießen. Und die neue, das ist doch das alte Modell, was ich hier habe, das ist auch deutlich weißer vom Licht. Das ist die Flankierung. Ja. Hier könnte man dann Jäckchen und so weiter aufhängen. Wahrscheinlich für die Sprachübertragung. Krass. Also SP36 Pro von Sofian kann ich auch absolut empfehlen. Findet ihr übrigens auch bei mir in der Videobeschreibung als Link, Affiliate-Link. Wenn ihr darüber kauft, habt ihr den Vorteil, dass ihr mir auch eine kleine, also ich kriege dafür ein bisschen Geld, ein paar Prozente. Und ihr habt die Möglichkeit, quasi das Material zu kaufen, welches ich auch selber benutze. Ne? War ja deine Idee mit dem Affiliate-Links, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist auch Support, ne? Definitiv Support. Also ist auf der einen Seite Support, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, mein Zeugs, was ich so nutze, euch relativ einfach auch zu benennen, dass ich nicht immer jede Anfrage besonders beantworten muss. Genau. Und ihr könnt dann über diesen Affiliate-Link direkt bei Amazon kaufen. Ich hab's mit Amazon verlinkt. War am einfachsten. Und, ja, keine Nachteile durch. Genau. Und das Gute bei Amazon ist, wenn es euch nicht gefällt, kann man das nach einer sehr langen Zeit auch zurückschicken. Also von daher, guckt da mal nach, was ich da alles so drin hab. So, mal gucken. Ich glaube, die kommen gleich wieder. Sollen wir kommen? Ja. So. Ja. So sieht das gerade aus, Leute. Wenn ihr wüsstet, wie dreckig ich bin. Aber ich warte auf jeden Fall noch auf Falk. Und das vor wurde komplett zerstört. Kaum ein Stein auch noch auf dem anderen.
Übrigens an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Insbesondere an den Kollegen, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, der hat mich über Instagram angeschrieben und hat gesagt, dass er bei seinem Opa auf dem Dachboden ausgemistet hat, als er gestorben ist. Leider mein Beileid. Und er hat da ein paar Bücher aus der Zeit des Ersten Weltkrieges gefunden. Und er hat mir die einfach zugeschickt. Voll nett. Also mega Support. Dankeschön an diese Stelle. Leider fällt mir der Name gerade nicht ein. War auch nur so ein Hieroglyphenname bei. So, Leute. Da gehe ich jetzt rein. Aber nicht alleine. Willkommen. Man sagt mir nichts. Ja, da war aber nichts. Naja, ich wollte schon immer mal hier rein. Scheiße. Leider nein. Oh mein Gott. Absolut verrückt. Nur mal, dass ihr ungefähr ein Verständnis habt, wo ich hier gerade durch bin. Komm mal raus da. Über der Geburt. Der Maulwurf. Fressen. Ui. Ui. Oh Gott, deine Hand. Komm, ich fass nicht. Oh, da fühlt sich das an, so frisch geboren. Ja. Oh, wie aussieht der. Tiefbauarbeiten. Aber ich hab's gemacht. Von Jörg. Danke. Da war ich drin. Da war noch eine ganze 8-8er Flagge. Gehen wir auf? Wir gehen auf, Leute. Oh. Nicht aufgeben. Niemals. So, der, wer geht hier rein? Fabi, geh. Ja. Geh. Dann komm ich noch mit. Du einen gucken können. Ja. Willst du gucken? Ja, zeig mal.